Hallo ihr Lieben, ich sitze hier mit einer wunderschönen Tasse El Salvador Nombre de Dios. Und wer schon mal bei uns zum Kaffee trinken war, beziehungsweise Kaffee gekauft hat, der hat von dieser Farm schon mal was gehört. In diesem Zusammenhang habe ich immer erzählt, dass Nombre de Dios viermal den sogenannten Cup of Excellence gewonnen hat. Cup of Excellence, was ist das? Ich habe schon ein bisschen was drüber erzählt, ich habe auch schon was drüber geschrieben, aber wie läuft dieser Cup of Excellence denn überhaupt ab? Ich habe dieses Jahr zum dritten Mal die Riesenehre, dabei sein zu dürfen und als internationaler Juror mitentscheiden zu dürfen, welches denn die besten Cafés des Landes sind. Nach 2012 in Nicaragua und letztes Jahr in El Salvador, dieses Jahr in Honduras. Und wie das genau abläuft und was wir denn da bei diesem Cup of Excellence machen und warum der auf der einen Seite für die Farmer so wichtig ist, aber auf der anderen Seite natürlich auch für euch als Kaffeetrinker, das würde ich euch jetzt gerne mal zeigen. Und deswegen nehme ich jetzt außer diesem Cupping Spoon und auch dem Reisepass, nehme ich die Kamera mal mit und dann seid ihr dabei beim Cup of Excellence 2015 in Honduras. Ja, ich freue mich riesig. Honduras Cup of Excellence 2015. Let's get the party started. Thank you.
Thank you.